Ein Smartphone. Ist das für Kinder und Jugendliche wirklich genauso gefährlich wie Unmengen an Süßigkeiten oder noch schlimmer wie Zigaretten oder gar Alkohol? Das zumindest behauptet der Mann, der gleich bei uns zu Gast ist, der Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer. Und fühlt sich jetzt bestätigt durch eine aktuelle Studie der Uni Mannheim, die besagt, dass von den jungen Smartphone-Nutzern zwischen 8 und 14 Jahren fast jeder 10. suchtgefährdet sein soll und jeder 4. gestresst. Aber ist es wirklich so schlimm, wie die Wissenschaftler behaupten? Alex Koch hat Kinder und Jugendliche getroffen, für die der Umgang mit dem Smartphone ganz normal ist und die nicht unbedingt den Eindruck erwecken, als ob ihnen das schaden würde. Ich würde euch gerne mal was fragen, ob ihr was wisst. Komm, dann kommst du hier neben mich. Wie wäre das? Hey. Wer von euch weiß denn, was das ist? Ein Handy. Oh, alle. Okay. Und wisst ihr auch, was das ist? Ein Tablet. Tablet? Wow. Habt ihr sowas zu Hause? Ja. Ja. Ich hab doch ein Handy. Ein eigenes? Und ich auch. Ein eigenes? Aber David, da hast du nicht. Ja, und was machst du da mit deinem Handy? Anrufen. Anrufen? Und machst du auch noch andere Sachen mit deinem Handy? Auf WhatsApp. Da war ich platt. Und dann kam es gleich nochmal. Und habt ihr da auch Spiele drauf? Hat jemand Spiele auf seinem Handy? Wenn ich euch jetzt das gebe, da habe ich gestern Spiele runtergeladen. Meint ihr, ihr würdet die finden? Ja. Ganz schön lässig für einen 5-Jährigen. Ich glaube, es hat keine 2 Sekunden gedauert. Dann war mein Spiel da. Was macht mehr Spaß? So ein Puzzle machen oder so ein Puzzle machen? So ein Puzzle. Und wer denkt, so ein Puzzle macht mehr Spaß? Ah, schön. Einer noch für das Puzzle. Und du auch. Alles. Du nicht. Es waren einmal ein Mann und seine Frau. Es gibt unglaublich viele Apps für Kleinkinder. Das Handy liest sogar Geschichten vor. Sie mochte sie so sehr, eigentlich braucht man mich dass hier nicht mehr. Eines Tages beschloss, in den Garten zu gehen, um ein paar zu pflücken. Haben Sie den Eindruck, dass die Kinder zu Hause relativ viel am Handy oder am Tablet sind? Ja, ich denke schon. Also das sind Kinder, die damit aufwachsen. Und wir merken es oft auch so ein bisschen nach dem Wochenende, dass sie auch ein bisschen unausgeglichener kommen. Die erzählen dann auch untereinander, dass sie sich das gegenseitig zuschicken und oder runterladen. Aber das können Sie ja ausgleichen. Sie bieten ja hier ganz anderes Programm. Genau. Wir gehen in den Wald, wir gehen schwimmen, wir haben ein großes Atelier. Also wir machen da sehr viel andere Sachen und dann vergessen die Kinder das dann auch. Die 2- bis 3-Jährigen hier haben jedenfalls einen Riesenspaß mit meinem Tablet. Und ich kann es kaum glauben, was die schon alles können. Die wissen ja bald mehr als ich. Handy und Tablet gehört bei denen zum Alltag. Die wachsen quasi damit auf, so wie ich damals mit den Geschichten von Pippi Langstrumpf. Aber wie ist das bei den Größeren? Als die klein waren, gab es noch nicht so viele Smartphones. Ich bin in einer 6. Klasse, die Schüler sind so um die 11 Jahre alt. Okay, super. Wer von euch hat denn ein Smartphone? Und wer von euch darf es eigentlich immer benutzen, wie er gerade Lust hat? Oh, das sind viele. Wie viele Nachrichten bekommst denn du so am Tag? Manchmal 100, 200, 300, geht so. Moment, 100, 200, 300? Ja. Da kommen halt viele aus der Gruppe und manchmal auch viele aus Chats. Ja, stresst dich das nicht? Nein. WhatsApp-Gruppen sind für die Jugendlichen ganz wichtig. Da können sie mit einer Nachricht viele Freunde gleichzeitig erreichen. Wollen wir das mal? Gibt's denn da Druck irgendwie, wenn jetzt einer nicht in so einer Gruppe drin ist? Wenn man jetzt kein Handy hat, das war früher bei mir so in der Grundschule, da hatte jeder ein Handy und dann... Moment, in der Grundschule hatte jeder ein Handy? Ja, schon jeder ein Smartphone und da warst du schon so ausgeschlossen, weil die haben dann meistens, sie haben sich gar nicht mehr getroffen, sondern das ging also noch dann schon über WhatsApp. Und ich war da halt dann ausgeschlossen, weil ich noch kein WhatsApp hatte. Mhm. Da bist du jetzt froh, dass du auch beteiligt bist? Ja. Nervt dich das Handy manchmal? Nein, ich leg's gar nicht neben mich. Mich nervt das Handy zwar, weil ich immer bedrängt fühle, wenn ich ganz an Nachrichten komme. Dann möchte ich an mein Handy halt gehen und deswegen lege ich es weg. Dieses Problem kenne ich ehrlich gesagt auch. Das zieht sich wohl durch alle Altersgruppen. Auch den 8-Klässlern geht's nicht viel anders. Okay.
Hausaufgaben und Handy? Liegt es da daneben oder wird es weggelegt? Ja, manchmal liegt es daneben, aber es lenkt halt voll ab. Mhm. Warum tust du es da nicht weg? Ja, weil manchmal sind halt doch wichtige Nachrichten dabei. Stresst euch das Handy auch manchmal, wenn es dann ständig bimmelt? Ziemlich. Und es stört mich auch beim Lernen. Dann vergesse ich wieder die Vokabeln. Zum Beispiel. Ja, und machst du es dann auch aus? Ja, ich mach's aus und dann mach's auf lautlos. Weil wenn ich lerne, dann lerne ich richtig. Wie viel chattest du denn am Tag? 3 bis 4 Stunden. Und wie muss ich, ja, 3 bis 4 Stunden, ist es jetzt, ich kenne mich ja da nicht, was ist der Durchschnitt oder wie bist du da dabei? Auch ungefähr so lang, halt nicht durchgehend, aber halt immer wieder. Ja, immer wieder so, dass man halt morgens, mittags und abends immer mal weiß, wie was gerade so läuft. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr das alle unter Kontrolle habt mit dem Handy? Ja. 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 Ja, ziemlich. Viele Jugendliche sind offensichtlich vernünftiger, als man denkt. Sagt Alex Koch, aber mein Gast, ich habe ihn beobachtet, hat sehr kritisch geguckt während des Beitrages. Manfred Spitzer warnt schon seit Jahren vor dem Smartphone, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Guten Abend. Die Kinder und Jugendlichen, die wir da gesehen haben, die wirken alle sehr selbstbewusst und nicht unbedingt gestört. Glauben Sie wirklich, dass die durch das Smartphone in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden? Ja, natürlich. Ja? Also wenn man 4 Stunden am Tag was anderes macht, dann macht man eben 4 Stunden am Tag nicht Bewegung, Musik. Wenn man seine gesamten Sozialkontakte über den Bildschirm erledigt, dann hat man sie halt nicht real. Aber das ist ja eine Unterstellung. Es kann ja sein, dass ich mich mit meinen Freunden über das Smartphone, über WhatsApp zum Fußballspielen verabrede und dann doch 2 Stunden rausgehe. Diejenigen, die es mäßig nutzen, das wissen wir ja, die machen das auch. Aber viele nutzen es eben nicht mäßig, sondern heftig. Und die ersetzen Sozialkontakte, reale Sozialkontakte, durch Kontakte über Bildschirme. Das Problem ist, dass man von Bildschirmen soziale Fähigkeiten nicht wirklich lernen kann. Da gibt es große Studien, die zeigen, dass je mehr jemand einen Bildschirm nutzt als Jugendlicher, desto weniger Empathie hat er für Eltern und Freunde. Und wenn Sie eben in dem Zeit, oder nehmen wir als Beispiel die Sprache. Wir wissen, dass Kinder von einem Bildschirm nicht Sprache lernen können. Wenn Sie also ein E-Book oder ein Smartphone haben, das Märchen vorliest, wie wir es gerade eben gesehen haben, dann ist das der Sprachentwicklung definitiv nicht förderlich. Das heißt, ein Buch für Kinder, das sich selber vorliest, das ist für die Sprachentwicklung etwa so gut wie ein Heimtrainer mit Elektromotor, auf den sie sich setzen können, aber nicht mehr treten müssen. Denn wir wissen, dass Kinder die Interaktion mit anderen Kindern und vor allem auch mit den Eltern brauchen und eben von einem Bildschirm aber nicht sprechen aber lernen Aber das bestreitet, können. Glaube ich, niemand. Es geht ja um die Frage, macht nicht die Dosis das Gift? Weil Sie sagen ja, am besten radikales Smartphone-Verbot für alle Kinder und Heranwachsende. Das wäre eigentlich das Beste, sagen Moment mal, sie. Wenn Sie wissen, dass Asbest in Häusern schädlich ist, dann fragen Sie nicht, welches Haus dürfen wir stehen lassen oder welches nicht. Sie sagen, dann Smartphone Sie ist wie Asbest? Viel, viel schlimmer. Das bisschen Lungenkrankheit, das könnten wir noch verschmerzen. Aber Sie müssen mal überlegen, dass Smartphones heute praktisch alle Jugendlichen betreffen, dass die alle abends noch mal ins Smartphone gucken, dadurch alle eine Schlafstörung haben und am nächsten Tag die innere Uhr 2 Stunden verstellt ist und sie haben auch etwa 2 Stunden weniger geschlafen. Wir wissen, dass Smartphones der definitive Aufmerksamkeitsstörer sind. Sie machen Ängste, sie machen depressiv, sie machen einsam. Natürlich heißt es immer, wer die nicht hat, ist einsam. Aber in real, wenn man sich wirklich mal die Studien dazu anguckt, dann wird der unsozialer und einsamer und weniger kommunikativ, der ein Smartphone hat. Mhm. Und diese Erkenntnisse, die haben wir alle. Und zwar durch Messungen, nicht nur durch Fragen. Sie können Kinder alles fragen, die finden alles toll. Nein, man kann ja messen. Man hat zum Beispiel vor kurzem gemessen, dass diejenigen, die mehr am Internet sind, und das ist man ja mit dem Smartphone, die haben einen höheren Blutdruck. Mhm. Als Kind schon. Ja. Jetzt verstehe ich ja, Sie haben ja was mitgebracht, dass das hier vielleicht wirklich Auswüchse sind. Das hier ist ein, ich möchte es mal zeigen, Toilettensitz für Kleinstkinder. Das Grüne mal weg, ja, man kann das hier. Und da gibt es den Tablethalter. Ja. Ganz genau. Also während man das Geschäft verrichtet, kann man dann am Smartphone bleiben. Und es wird beworben damit, dass man ja keine Gelegenheit zum Lernen auslassen soll. Man muss aber wissen, dass für ein Kind dieses Alters das Wischen mit der Hand, immer die gleiche Bewegung, unabhängig vom Bildschirm, über eine glatte Oberfläche weder Sensorik noch Motorik trainiert und dass die geistige Entwicklung von Kindern auf der Sensomotorik basiert. Wenn die also nicht entwickelt ist, wie sollen dann höhere Denkprozesse ablaufen? Also das leuchtet mir ein, dass ein Kind erstmal lernen soll, den Hintern abzuwischen, statt auf dem Tablet rumzuwischen. Das ist einigermaßen einsichtig. Aber genau das findet ja nicht statt, wie Sie eben schon gesehen haben. Ja. Wenn im Kindergarten schon Tablets, Smartphones und solche digitale Endgeräte verwendet werden, dann schadet das, nochmal, das schadet massiv
Und wir wissen das. Ja. Und die Quittung werden wir alle bekommen. Wir sehen ja heute schon, in den Schulen gehen die Leistungen runter. In den Unis muss man Semester Null einführen, weil die Leute, die auch Abitur haben, das nicht mehr können. Schuld ist, sind die digitalen Endgeräte, die Computer und die Spielekonsolen aus den letzten 10 bis 15 Jahren. Definitiv. Wir sprechen dabei gleich weiter, aber ich würde jetzt, es war ja eine Menge Stoff jetzt, auch für unsere Zuschauer, und wir sind auch digital vernetzt, da kann ich jetzt leider nichts dran ändern, zugeschaltet von zu Hause in unserer Wohnzimmerkonferenz. Alle Smartphone-User natürlich, aber Erwachsene. Jetzt hat Frau Eichhorn, die Jüngste in der Runde, bestimmt aufmerksam zugehört. Wie sehen Sie das denn? Smartphone für Kinder und Jugendliche, schlimmer als Asbest, sagt Herr Spitzer. Das würde ich nicht sagen. Ich bin da natürlich auch ambivalent. Ich habe selber erst seit einem Jahr ein Smartphone. Aber ich muss sagen, es ist wie mit allen neuen Entwicklungen. Schauen wir das Auto an. Da hatte sich früher auch keiner vorgestellt, wie das mal funktionieren soll. Es waren tausende Unfälle. Und inzwischen hat man doch einen Umgang gelernt, damit umzugehen. Auch wenn natürlich die Schadstoffe bleiben. Und man macht es aber trotzdem, weil die Vorteile überwiegen. Und ich glaube, so ist es mit der heutigen Technik auch. Natürlich wissen wir jetzt den genauen Umgang noch nicht richtig, aber wir müssen das lernen, und es kann uns natürlich dann auch wahnsinnig viel helfen. Das muss ich jetzt nur in meinem Studium auch sagen. Ich würde nicht ohne die digitalen Medien auskommen, und ich spare extrem viel Zeit dadurch, dass ich Dinge nicht für Dinge Zeit habe, die ich sonst nicht Zeit hätte, weil ich dann eben in der Bibliothek verbringen würde und die Bücher suchen würde und eben nicht diese Zeit aufbringen würde. Da kann man natürlich diskutieren, ob diese Zeit, die man damit verbringt, die Daten zu suchen, ob die was nützt. Aber ich bin der Meinung, dass es helfen kann. Man muss es natürlich mit umgehen. Also Sie sagen, es geht um den richtigen Gebrauch, sagen Sie. Dann kann das Smartphone helfen. Sie dürfen gleich was sagen, Herr Spitzer. Aber ich will noch eine zweite Meinung einholen von Norman Wunderlich, der ja auch Vater einer kleinen Tochter ist, Herr Wunderlich. Wissen Sie schon, wie sich da, die ist, glaube ich, jetzt so 5, 6 Jahre alt, wie sich da mit dem Smartphone halten werden? Das ist sehr schwierig. Die Frage stellt sich jetzt vor allem dann, wenn meine Tochter eingeschult wird, dann wird man damit bombardiert. Im Augenblick ist sie im Waldorf-Kindergarten. Die haben ein generelles Verbot für neue Medien. Das zieht sich bis in den Privatbereich, wo man das dann auch möglichst klein halten soll, was ich auch gut finde. Ich merke schon, die Fantasie bei den Kindern entwickelt sich anders als durch die Beschäftigung mit den neuen Medien, wenn man das eben ganz abschaltet. Finde ich sehr vernünftig. Allerdings habe ich schon ein Problem, wie es dann weitergeht, erstens mit der Schule, aber auch, und das ist jetzt hier vielleicht noch an Herrn Spitzer, wenn man halt generelle Verbote ausspricht, und dann wird der Reiz, die Gier unglaublich groß dann für die Kinder, ja, nach diesen Medien, und ganz können sie sich damit ja nie verabschieden. Man wird ja überall im Leben damit konfrontiert. Was macht man da? Das gebe ich mal weiter. Ist es nicht, Herr Spitzer, wie beim Fernsehen, wenn ich was total verbiete den Kindern, sage gar kein Smartphone, alle drumherum, daddeln da rum, dann wird der Reiz doch umso größer. Ich rede ja auch gar nicht von verbieten. Sie sollen das nicht kaufen. Es wird mir immer unterstellt, ich sei für Verbote. Wissen Sie, ich habe auch meinen Kindern das Fernsehen nicht verboten. Wir hatten einfach keinen Fernseher. Und dann ist die Sache ganz einfach. Dann gucken die weniger. Natürlich gehen die zu Nachbars, müssen sie freundlich klingeln, lernen sie freundlich zu klingeln. Nachbarn schicken die Kinder auch immer zu uns, und dann reduzieren wir den Medienkonsum mit der Nachbarschaft. Das ist ganz einfach. Sie müssen das Smartphone für eine 6-Jährige nicht verbieten. Sie dürfen ihm einfach keins kaufen, dann haben sie kein Problem. Es ist ganz einfach. Okay, aber das heißt trotzdem keine Nutzung. Es gibt sehr natürlich keine Nutzung, weil es schadet in dem Alter. Ja. Moment mal, das muss man ganz klar Sie dürfen gleich was sagen. Schadet es massiv. Ich würde gerne ein paar Gegenargumente Ihnen auch noch zeigen. Ich möchte noch was zur Studentin sagen. Da dürfen Sie gleich was zu sagen. Nur damit wir ein bisschen im Zeitrahmen bleiben. Kurzer Hinweis an Sie. Sie können auch mitdiskutieren auf Facebook zur Sache BW, ob Sie es so sehen wie Herr Spitzer oder vielleicht wie der Medienpädagoge, der jetzt die Gegenargumente liefert. Diana Hörger über einen Mann, der sagt, Jugendliche sollen möglichst früh den Umgang mit Tablet, Smartphone und Computer lernen, auch und gerade in der Schule. Mathe-Lösungen per Smartphone, Unterricht an der digitalen Tafel. Immer mehr elektronische Geräte erobern das Klassenzimmer. Mit Whiteboards und Tablets soll der Lehrstoff verständlicher und interessanter werden. Auch verkabelte Bananen können dabei helfen. Medienpädagoge Uli Seiler bringt Schülern nicht nur bei, wie sie sich im Internet Wissen verschaffen können, sondern auch mal, wie man damit Spaß hat. Zum Beispiel, indem man mit Obst ein Computerspiel steuert. Er meint, Leben und Arbeiten ohne Smartphone, das sei heute schon nicht mehr möglich. Dem kann man sich nicht verschließen heutzutage. Ja, wenn man dann so sagt, ja, digitale Demenz, wir verblöden irgendwann mal, das sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass wir heute schauen müssen, dass wir Kinder und Jugendliche fördern
im Umgang mit den Medien, weil sie die eben nachher im Betrieb brauchen. Weil egal, unser komplettes Leben auf Medien ausgelegt ist. Ja, man wird in ein, zwei Jahren sein Auto nicht mehr mit dem Schlüssel aufschließen, sondern über das iPhone oder über irgendwelche anderen Teile, die man in irgendeiner Weise um sich herum hat. E-Reader statt Bücher, Smartwatch statt Armbanduhr. Die Zukunft ist digital und Kinder sollten schon früh darauf vorbereitet werden. Das sieht auch das Kultusministerium Baden-Württemberg so. Derzeit werden Tablets bereits in 40 Schulen getestet. Die Schüler sollen künftig von den neuen Medien profitieren, wenn es nach der Landesregierung geht. Jetzt geht es darum, diese technischen Geräte, die digitalen Medien auch sinnvoll einzusetzen. Und deswegen haben wir eine wissenschaftliche Begleitung organisiert, dass der gute, der fachdidaktisch und pädagogisch wertvolle Einsatz der Geräte im Mittelpunkt steht. Und wir erwarten uns hier wichtige Erkenntnisse für den Einsatz an Schulen. Neue Medien kompetent und angstfrei nutzen, damit beschäftigen sich mittlerweile viele Organisationen in Baden-Württemberg. Auch Medienpädagoge Uli Seiler findet, dass vieles davon nützlich ist und mehr als bloß Unterhaltung. Einige Anwendungen helfen den Kindern dabei, ihre räumliche Vorstellung zu verbessern, sagt Seiler. Manche fördern die Kommunikation oder unterstützen bei den Hausaufgaben. Was ich sehr toll finde, ist eine Mathe-App, kein reiner Taschenrechner, sondern das Schöne ist, dass mit dieser App auch erklärt wird, wie eine binomische Formel denn eigentlich aufgebaut ist. Oder bei Ungleichungen wird genau erklärt, wie es funktioniert. Und es ersetzt keinen Nachhilfelehrer, aber es hilft einem beim Lernen ungemein. Spielerische Hilfe aus dem Internet. Uli Seiler sieht darin mehr Vor- als Nachteile. Herr Spitzer, wenn ich auf diese Weise meinen Sohn für die binomischen Formeln begeistern kann, dann ist ein Smartphone doch eine nützliche Sache. Das können Sie halt nicht, das ist doch das Problem. Also jetzt der Werbeblock war jetzt lang genug. Ich finde, wir müssen jetzt einmal Tacheles reden. Denn Sie können mit Smartphones nicht einen Lehrer ersetzen. Also Sie bestreiten, dass all das sinnlos ist? Ja, das ist da wissen Sie, das Ministerium, Sie hatten vorhin Geldverschwendung. Wir haben noch viel mehr Geldverschwendung durch Kultusministerien, die digitale Medien in die Klassenzimmer reindrücken ohne Ende. Und wir haben keine einzige Studie, null. 0,0, die mal gezeigt hätte, dass das einen Vorteil bringt. Wir haben eine Menge Studien aus Deutschland mit großen Zahlen von Schülern, die gezeigt haben, dass die Schüler schlechter werden, je mehr Computer sie in der Schule haben, dass sie unaufmerksamer werden, dass es Nachteile gibt. Ich meine, über Sucht haben wir gar nicht geredet. Sie haben es ja vorhin gesagt, natürlich sind Smartphones Suchterzeuger und darüber wird gar nicht geredet. Nein, die werden in die Schulen reingedrückt und richten da ihr Unwesen an. Und das ist das Schlimme. Und wir müssen Kinder schützen, vor allem vor Medienpädagogen wie denen, hier, der überhaupt keine Ahnung hat, was Kindern gut tut und was nicht. Wissen Sie, Moment mal, wenn Sie wissen wollen, ob Kinder Bonbons essen sollen, fragen Sie dann Experten für Bonbons oder Experten für Kinder. Naja, aber wenn es um Medien geht, werden immer nur Medienexperten gefragt, aber nie Kinderärzte oder Kinderpsychiater. Oder 30, das ist natürlich schon. Moment mal, genau, Sie essen eben 30 pro Tag und das ist doch das Problem. Ja, das wir haben eine Mediennutzung von 7,5 Stunden täglich und das ist nicht ein bisschen überdosiert, das ist way overdosiert. Mhm. Und wir haben jetzt immer noch die Medien in der Freizeit sowieso und dann auch noch in der Schule. Sie unterstellen das allen Eltern und Lehrern, dass sie das nicht unter Kontrolle haben können, dass sie nicht klare Regeln und dass sie keinen verantwortungsvollen Umgang haben. Moment mal, es geht ja darum, was die Schüler damit machen. Ich unterstelle der verantwortungsvollen Eltern, dass sie dafür sorgen, dass ihre Kinder so wenig wie möglich mit diesen Medien in Kontakt kommen. Weil nochmal, in jungen Jahren macht die Dosis das Gift. Und wir wissen, dass diese Medien die Gehirnentwicklung beeinträchtigen und süchtig machen. Okay. Und wenn ich nochmal was zur Studentin sagen darf, das muss ich noch loswerden, das ist mir wichtig. Autos, sie hat Autos. Wir lassen einen 14-Jährigen ein Segelflugzeug fliegen. Und das ist schwieriger als Autofahren. Lassen wir im Kindergarten die Kinder Auto fahren? Nein, wir haben gelernt, mit der Technik umzugehen, dadurch, dass wir die Technik bis 18 beschränken. Und das macht im Falle der Autos Sinn. Das würde im Falle von Smartphones und von Tablets auch Sinn machen. Denn wissen Sie was? Das ist der größte Rotlichtbezirk, der größte Tatort und der größte Tummelplatz für Abzocker und alle anderen. Schicken Sie Ihre Tochter ins Rotlichtmilieu mit 13, damit sie die Welt kennenlernt? Nein. Und genauso wenig wollen wir die Kinder in den Schulen damit konfrontieren. Okay, deswegen sagen Sie, am besten wäre eine smartphonefreie Schule. Jetzt frage ich mal Thomas Bannhardt, der auch Arbeitgeber ist in einem Hotel, der Auszubildende nimmt, da kommt dann ein Azubi zu Ihnen und ja, der lernt dann vielleicht auch erst dann den Umgang mit Smartphone und Computer. Ist das realistisch aus Ihrer Sicht? Nee, das ist unrealistisch, weil bei uns muss man das natürlich können. Bei uns sind alle Systeme, Reservierungssysteme, Kassensysteme, wir haben sogar Interkommunikationssysteme mit den Gästen, wo die über Tablets schreiben können, was ihnen fehlt. Oder wir können zurückantworten, um natürlich die Wege kürzer zu halten. Und da muss jemand schon eine Grundkenntnis haben. Ohne diese Grundkenntnisse wäre es für uns wahnsinnig schwierig, den dorthin zu bringen.
Und man muss mit dieser Zeit gehen. Ich gebe schon recht, nicht extensiv. Aber das wäre ungefähr, wie wenn ich jetzt in die Urzeit zurückgehe. Wir haben die Medien da, die werden bleiben, die werden besser. Wir müssen damit lernen, umzugehen. Das war jetzt angesichts der Zeit das Schlusswort, muss ich leider an der Stelle sagen, weil unsere Zeit um ist. Schade, ja. Aber ich glaube, die gegensätzlichen Positionen, Herr Spitzer, sind trotzdem deutlich geworden. Das ist ein sehr spannendes Thema, das uns weiter beschäftigen. Man könnte viel mehr dazu sagen. Wir laden Sie noch mal ein, würde ich sagen. Für heute muss ich leider sagen, Dankeschön, aber es war sehr spannend mit Ihnen. Dankeschön, Manfred Spitzer. Vielen Dank. Gerne.